Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte. Ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier, Unsinn und jamie im Hof. Und schlägt es in Also, du kennst diese... Absperrungen an Skipisten. Absolut. So rot-weißen Netze, die ja, so also stangen sind, die die Leute ähm, im Idealfall verlangsamen. Nur und die waren dahinter? halt so alibimäßig. Ich glaube, das war eher so eine optische äh, so ein optischer Schutz sollte das werden. Sicherheitsgefühl. Und, ja, und dann ist halt diese, diese Frau mit irgendwie rasender Geschwindigkeit und diesem äh, und Netz <laughs> bekleidet in mich eingeschlagen. <laughs> oh je. Und dann irgendwie so, also, zum, also halb an mir vorbei und dann aber da, sich ordentlich abgemault am Ende der Strecke. Und ja. ein anderer ist wirklich hinten in diese Tonmatte gefahren. Und dann sah ich noch, ah, das ist so eine Gruppe, die konnten alle überhaupt nichts und da hatte keiner einen Helm auf. Und äh, ja. Weil es ja nur eine Skihalle ist, ja kein Berg, da kann ja nichts passieren. Ja, wahrscheinlich. Also kann es war ja hier, naja. Aber da das das ist glaube ich auch so eine sowas wie da rauchen sich auch ganz viele Leute ein. Die machen dann irgendwie Skigymnastik und dann zum Aufwärmen irgendwie ein bisschen These, hier einmal kurz den Oberschenkel strecken, einmal die Ellbogen ja. nach hinten und dann irgendwie nach zwölf Monaten ohne Sport rums auf die Piste. Ja, klingt nach meiner Morgengymnastik, was du beschrieben hast. <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren wöchentlichen Geschichts- und Popkultur-Podcast mit meinem absoluten Lieblingsdauergast Abel Xavier Unsinn. Hallo. Hallo Janni, schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Janni Imhoff und jede Woche überrasche ich Abel und euch mit einer kleinen oder großen, irgendwie bemerkenswerten Episode der Weltgeschichte. Abel weiß von nichts? Ich weiß von gar nichts. Mein Gut. Name ist quasi Hase. Alright. Darf aber immer wieder gerne die historische Einordnung in die größeren Zusammenhänge machen und oft versuche ich hier noch mit einer falschen Fährte ein bisschen in die Irre zu führen und zum Ende sprechen wir meist noch darüber, wie wir das Thema in der Popkultur verarbeitet wurde. Und damit ihr uns unsere angestaubten wilden Popkulturreferenzen auch glaubt, haben wir auf Spotify eine Playlist mit den Songs und auf YouTube eine Playlist mit den Videos. Das findet ihr ja entweder hier in den Show Notes oder wenn ihr sucht unter Geschichte ungenügend und selten ja, ist eine popkulturabweis äh, nach dem Jahre 2010 zu bemerken. bitte? <laughs> Wegen der angestaubtheit ist selten eine unserer popkulturabweise bezieht sich auf das Jahr nach 2010. Ich habe noch ein Thema, das ist wirklich, was wir das haben wir glaube ich nicht mehr selber mitgemacht als sagen wir mal als aktive Konsument Innen. Das ist also ein ah, okay. sehr, sehr zeitgeschichtliches Thema. Das habe ich aber noch nicht fertig. Und Alles klar. Und falls ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, wir haben noch einen Link bei mircoffee.com/slash ungenügend mit UE. Da kann man uns einen Kaffee spendieren. Und wenn ihr sonst irgendwie Feedback für uns habt, dann gerne bei Twitter: ungenügend ohne UE. Oder wenn es ähm, ganz privat sein soll, dann eine E-Mail an Geschichte ungenügend mit UE at gmail.com. Aber bevor wir einsteigen, nochmal der Hinweis, dass wir nicht alleine sind, also jetzt nicht meine renalierenden Kinder im Hintergrund, sondern dass wir Teil eines größeren Netzwerks unabhängiger, sehr guter Geschichtspodcasts sind. Die findet ihr unter geschichtspodcasts.de. Da gibt es echt coole Sachen, teilweise ein bisschen ernster, teilweise genauso ein alberner Kram wie bei uns. Hört mal rein, wenn ihr von Audioformaten nicht genug kriegen könnt. Ja, was machen wir heute? Hast du einen Wunsch? Heute würde ich gerne was mal wieder mit unserem alten Kumpel Bismarck machen. Mmh, kann ich leider nicht mit dienen. Okay. Ich, ich hatte jetzt hier hingeschrieben, heute wird es ein bisschen leichter, bisschen leichtere Kost, bisschen seichtes Thema. Dann einfach festgestellt, nee, kommt doch wieder Nazis vor. <laughs> <Nochmal> schauen. <laughs> ich mache nochmal Content Warnung. Nacktheit und sehr fragwürdige Darstellungen von Consent in Mainstream-Medien. Ah, okay. Ja. 80er-Jahre-Action-Movies. Ah, nicht ganz. Karl Dall. <laughs> okay, ja, sehr ja, gut. Wir hatten, ja, wir hatten Otto Walkes, Dieter Hallervorden, ja. Helga Feddersen, da kommt folgerichtig jetzt Karl Dall. Kommt aus ja. einem Lehrerinnenhaushalt. wie und wird in diesen Haushalt und in die Stadt Emden hineingeboren, und zwar am 1. Februar des Jahres 1941. Er besucht die Mittelschule, geht nach der 10. Klasse ab und lernt Schriftsetzer. Als eben solcher und als Kulissenschieber arbeitet er dann auch in Westberlin, wo er hinzieht, und tritt abends schon mal in Kneipen auf, wo so eine erste Mischung aus Musik und ja, Stand-up-Witze erzählen würde man heute sagen. Seine erste Filmrolle hat er tatsächlich schon 1963, eine ganz Ach. kleine Komparsennummer im schwarz-roten Flanellhemd in einer Saloon-Szene in *Winnetou 1 aus dem Jahr 1963. Ach, so alt ist das, krass. Ja, okay. Das ist der erste, ähm, die, die erste filmische Erwähnung von Karl Dahl. Hast du Hottext zu Karl Dahl? Irgendwie Erfahrung mit ihm, wie findest du? ihn? persönlich nicht getroffen, ähm, auf jeden Fall sehr Wiedererkennungs-, also auch ein ganz wichtiger, du hast die Name schon aufgezählt, für halt Leute unserer Altersgruppe, die in den 80ern groß geworden sind, gehört er halt zu den wahrscheinlich Big Four der deutschen Stand-Up-Comedians, die damals noch nicht so hießen. Und, äh, war dann, also eigentlich vor meiner Zeit in den 70ern hat er seine große Zeit gehabt mit insta und Co. Hat er da auch was zu tun gehabt, oder? Da war der Vollkommen richtig, ja, ja. Er hat mit. so also so eine, so eine, so eine lustige Truppe, von der ich selber viel zu wenig gehört habe, die waren, glaube ich, ziemlich gut. Mhm. Also sehr absurd, also nimmt schon so ein bisschen diesen sehr absurden und nicht so diesen, also sehr viele Karlauer zwar, aber ist nicht ganz so, ja, ist jetzt nicht das Niveau von ich erzähle einfach mal verzotig, verzotigte Witze. Es da ähm Genau, der Bandleader war Ingo Instaburg und die Band hieß Instaburg und Co. und Karl Dahl war einer von den Vieren und wir verlinken ein Lied und ein Video, kann man sich mal einen Eindruck von. Das ist schon auch Zotik und Klamotte, aber einen gewissen Witz. Und ich finde, das, das absolute Highlight von, von Instaburg und Co. ist, ich liebte ein Mädchen. Genau, das ist so sch gut, ja. auch schlüpfrig und zotig, aber ist ein unheimlich guter Wortwitz auch. Ja. Das Thema darf man ja gerne benutzen, das ist ja bloß die Frage, aus welcher Rolle heraus man das macht und ähm, ja, genau. Ja, das, da gibst du eigentlich okay. schon die Richtung des heutigen äh, Tages vielleicht sogar schon, ja. schon etwas vor. Dann später wurde er auch fürs, fürs Fernsehen dann entdeckt, hat bei, naja, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, Radio Bremen in so einer Sendung, hat er so den Comic Relief und so in Sketch Comedy Sachen mitgemacht und in den 80ern war er dann halt auch so als, als Comedic Relief mit so Scherzanrufen in Samstagabendsendungen. Also hatte wirklich dann auch ah. für das, was er gemacht hat, eine Reichweite. Ja, aber Verstehen Sie Spaß. Ah, okay. Und in den 90ern ja. ist er, glaube ich, auch in dieses RTL-Spaß, äh, oder er hat eins, keine Ahnung, Privatfernsehen, lustige Sachen machen reingeraten, von denen ich die Qualität aber nicht beurteilen kann. Genau, da kann man, er hat dann später noch so eine sehr krawallige Talkshow gemacht auf RTL Plus, hieß das damals. Da hat er, glaube ich, mal. Das ist, ich suche das mal für die Playlist. Da hat er mal den Schlagersänger Roland Kaiser so getriezt, dass er abgehauen ist. Okay. Das Und ähm, das hat er echt auf verschiedenen, äh, auf verschiedenen Sendern auch gemacht. Dann hat, glaube ich, bis zuletzt nochmal so eine Gastrolle in. Aber wir müssen mal Karl Dahl verlassen. Das war nämlich nur jetzt hier der popkulturelle ja. Aufhänger, an den ich gekommen bin. Und wir machen jetzt mal was Niveauvolleres. Franz Marischka. Wird Aha. geboren am 2.7.1918 in Unterach am Attersee in Österreich. Da ist es super schön. Ich habe mir, hab mir da mal Campingplätze angeguckt, <laughs> nachdem ich diesen Ort gesehen habe. Okay, Unterach. Hat es beim Namen schon geklingelt? Mariska? Nee, muss ja auch. Maruscha kenne ich, aber Mariska ja, ist, ist eine andere, andere Baustelle. Der gute Franz ist ein äh, etwas schrumpeliges Baby. Und weil er ein wenig alle aussieht Babys wie. Alle Babys sind schrumpelig, Entschuldigung mal. Ja, aber er ist halt besonders schrumpelig und er, er entknautscht sich, glaube ich, nicht so schnell wie alle anderen. Und weil er halt ein klein wenig aussieht wie eine Dörpflaume, habe ich aus einer Quelle, ist nicht von mir, bekommt er den schönen äh, Spitznamen Zwetschi. Ah, ja, alles klar. Ja. Und das wird heute wieder eher so eine Name-Dropping-Folge. Wir haben ja ein paar Thesen bei Geschichte ungenügend. Ähm, und eine davon ist, dass es zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte auf der Welt nur 300 Leute gab. Zumindest die von denen, was überliefert worden ist. Ja. <laughs> Mit Namen. Ähm, und das ist so unser komedischer Take von, ja, es gab halt immer Eliten und die waren sehr gut vernetzt und sehr mobil und die kannten auch untereinander und auch so Leute, die über die Welt verteilt Informationsaustausch gab es auch schon. Leute haben sich Briefe über die ganze Welt geschickt und da gab es eben halt auch intellektuellen Austausch. So auch hier in Kunst und Kultur. Okay, und Swetchy ist also auch einer der, der, der dieser, in diesem Karussell. Und Swetchy ist einer im Karussell und was für eins? Die Mutter Lizzie Marischka, die ist ähm, kurz nach Franz Geburt an einer Blinddarmentzündung verstorben. Hm. Die war die Tochter des Autoren Viktor Leon. Der Vater Hubert Marischka war ein Operettenstar. Okay. Sein Taufpate, einer der hippesten Komponisten seiner Zeit, Franz Leha, der hatte mit ja. der lustigen Witwe eine der bekanntesten Operetten geschrieben. Kennt man heute auch noch. Ja. Läuft da auf Ade oder Dreisat. Und, ähm, sein Onkel, es <laughs> geht hier noch weiter, sein Onkel Ernst Marischka ist Regisseur und wird besonders berühmt durch die drei Sissi-Filme mit Romy ja. Schneider. Okay, das ist also schon mal, steckt ja schon ganz gut ab, welche, welche Kulturbereich da so unterwegs ist ja. und irgendwie alle gehören so. Jetzt noch eine Nummer kleiner. Ja. <laughs> er wächst, genau, die Mutter ist, ähm, ist ja verstorben, als er noch sehr, sehr jung war. Er wächst bei seinen Großeltern im 13. Wiener Bezirk Hietzing auf. Das scheint mhm. wohl auch eine sehr gute Gegend zu sein. Unsere, wir wissen ja aus unseren Stats, unsere WienerInnen, die uns hören, können uns das gerne mal ähm, sagen. Er macht seine Matura. Für die Nicht-ÖsterreicherInnen äh, das Abitur. <laughs> Und ähm, nach seinem relativ kurzen Militärdienst sucht er 1938 das Max-Reinhardt-Seminar, um Schauspieler zu werden. Mhm. Da ja, muss ich nochmal nachfragen. Sein Onkel war der Sissi-Regisseur. Ja, Ernst Marischka, genau. Und die sind von wann, die Filme? Das weiß ich überhaupt nicht. Die sind aus den 50er Jahren, ja. würde ich jetzt okay. sagen. Ich weiß nicht, von wann der erste ist. Ja, okay. Ja, 1938 Österreich. Hm, wissen da war wir da was? was. War ja, da was? Ähm, das nennt sich, glaube ich, Anschluss. Äh, also jetzt in Nazisprech. Ja. Das war der Moment, wo ähm, Österreich an das Deutsche Reich angegliedert wurde. So erstmal neutral mhm. gesprochen. Ja. Nachdem da vorher auch mal eine ganze paar Jahre Bürgerkrieg war in Österreich, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, und wobei mir die genauen Zahlen und Details auch nicht im Kopf sind. Aber auf jeden ich, Fall da. Ja. ja, trägt jetzt auch zum heutigen Thema nicht allzu viel bei. Wir verlinken einfach mal einen Artikel, habe ich nämlich gefunden, von unserer ehemaligen Kommilitonin fürs ja, von der Seite des Deutschen Historischen Museums und Grüße raus an die Humboldt Uni. Ich verlinke den Artikel einfach in den, in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch nochmal so die politische Situation vergegenwärtigen. Und natürlich, wenn die, wenn das dann ins an, angeschlossen an das Deutsche Reich, in dem die Nazis herrschen, dann wird es halt auch ganz schnell ungemütlich für ganz viele Bevölkerungsgruppen und unter anderem auch Mariska, dessen Mutter ja Jüdin war, ähm, der wird im März 1938 als Halbjude aus dem Max-Reinhardt-Seminar ausgeschlossen und er emigriert ins Vereinigte Königreich. Und zwar 20.04.1939. Ist das auch so einer, der dann einen englischen Namen kriegt und ich könnte ihn dann kennen? Ähm, englischen Namen habe ich hier am Start, aber wenn du, wenn du den oder seinen Englischen Namen kennst, dann bist du richtig gut. Und den wir wissen <laughs> wir. Machen erstmal, wir machen erstmal weiter. Ähm, er tritt dort der österreichischen Exiltheatergruppe Laterndl bei. Schön. Die spielen in dieser Zeit, die führen auf so antifaschistische Stücke, machen so Hitler-Parodien und dergleichen. 1940. Der Zweite Weltkrieg tobt, wird er dann mit rund 30.000 anderen Deutschen, Italienerinnen und Österreicherinnen, die sich zu diesem Zeitpunkt im UK befanden, in Internierungslager verbracht. Hm. Er wird eingesperrt auf der Isle of Man. Ah, die kennen wir schon, ja. Die hatten wir schon in unserer Folge über George Taubman Goldie. Den äh, Imperialisten und oh, gauner äh, ja. Kann man auch gerne nochmal nachhören. Ich glaube, die Folge habe ich kürzlich auch nochmal remastered durch ein Audio-Tool laufen lassen. Die klingt nicht mehr so schäbig wie, äh, wie die anderen ersten Folgen, die wir aufgenommen haben. Das ist vielleicht nochmal für alle, die sich da, die damals das nicht ertragen haben, könnt ihr nochmal wieder einsteigen. Einige weitere Internierte wurden auch bis nach Kanada und Australien verschifft. Also man hatte einfach <laughs> Angst, dass die halt irgendwie ja, ja. mit dem zusammenarbeiten konnten. Ist, ist, aber da muss man ja auch mal sagen, wie weit dann dieser, dieser, dieser nationale Vorbehalt geht. Das sind jetzt Leute, die explizit geflohen sind oder als, als Gegnerschaft zu dem Regime geflohen sind. Und trotzdem wird ihnen halt, weil sie den Pass haben, gesagt, nee, so ganz trauen wir euch halt dann doch nicht. Ja. ja. Ähm, okay. Man kommt dann aber auch schnell ein bisschen zur Vernunft, aber es muss natürlich wie immer, bis man zur Vernunft kommt, muss erstmal was Doofes passieren. Und ja, was jetzt passiert? Ein deutsches U-Boot versenkt eins dieser Schiffe mit Internierten, das irgendwie nach Australien fahren sollte mit Italienern. Und okay. da schlug die Stimmung um und man überlegte sich ja, mh, ja, das sind ja schon vielleicht kann man da aus diesen loyalen, in Anführungszeichen, Feinden, nicht was machen. Und es werden dann auch so Support-Einheiten vom Militär zum Beispiel gegründet. Für so Sachen wie, ja, so Gräben ausheben und so alles, was halt nicht unbedingt Kampfhandlungen sind, aber trotzdem zum Kriegshandwerk dazukommen. Und Franz Marischka meldet sich freiwillig zum Pioneer Corps. Mhm. Das ist eine aus Expatriierten bestehende Einheit zur Unterstützung der britischen Armee. Er bekommt als erstes, du hattest es gerade schon erwähnt, einen englischen Namen verpasst. Aus äh Svechi wird Pruny Face, nein, Quatsch, aus Franz Marisch, <laughs> wird äh, Francis Marsh. Okay. So richtig viel Mühe gegeben haben die sich auch nicht, aber naja. Er macht das einige Zeit und meldet sich danach für das Intelligence Corps, das mhm. dem militärischen Geheimdienst zuarbeitet. Er erhält dann irgendwann auch die britische Staatsbürgerschaft und wird nach dem Zweiten Weltkrieg in Norwegen eingesetzt. Weißt du zufällig Aha. was über Norwegen im Zweiten Weltkrieg? Aus meiner Kindheit, mein erster richtiger Auslandsurlaub ging nach Norwegen und da musste ich nämlich lernen, dass da nicht Deutsch so gerne Deutsch gehört wird. Und das habe ich dann, da habe ich erst so ein bisschen Geschichte drüber gelernt. Hm. Die sind ziemlich schnell von, also da gab es auch irgendwelche Nazis, aber in erster Linie sind die ziemlich schnell eingenommen worden vom Deutschen Reich. Die wollten da natürlich irgendwie strategisch auch gegen England sitzen und ich glaube auch irgendwelche Erzvorkommen und so ein Zeug, vielleicht nicht, das von Schweden darüber läuft, irgendwie sich sichern. Die waren also relativ schnell auf der Seite der, wie man so schön sagt, Achsenmächte, glaube ja, ich. Genau, Norwegen war im war 1940 besetzt worden, das hieß die Weserübung. Oh, und ja. ähm, 1942 war der Faschist, Wittkund Quisling, als Kopf einer Marionettenregierung eingesetzt worden. Quisling ist auch heute noch in einigen äh, Ländern und Zusammenhängen immer noch eine Bezeichnung für so einen Kollaborateur etc. Mhm. Ja, es gab auch Norweger, die dann an, in der Waffen-SS gekämpft haben und es gab Kriegsgefangenenlager und Konzentrationslager. Unter anderem das, das ungewidmete Polizeihäftlingslager Grini. Und äh, hierzulande bekanntester Insasse, besonders im Norden Deutschlands, dürfte Asbjörn Halvorsen gewesen sein. Ein norwegischer, es ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, der kommt nicht weiter vor, aber ich, er ist mir trotzdem untergekommen. Ich dachte, ich erwähne ihn mal. Ein norwegischer Fußballtrainer und Fußballspieler, der 1922 beruflich nach Hamburg gekommen war. Und er sollte ursprünglich zu Altona 93 gehen. Sehr schön, dass du diesen Verweis bringst. Das hat sich dann aber zerschlagen und er hat mit dem Hamburger Sportverein angebandelt und wurde mit ja. dem zweimal deutscher Meister. Ah, in den 20ern. Ja. In den 20, Sagen das wir jetzt mal so in also. der Zeit. Genau. Ja, Halvorsen war jedenfalls danach im, ähm, in, nach dieser äh, Zeit in Deutschland im Norwegen im Widerstand gegen die nationalsozialistische Besatzung und ähm, ja lange Insasse. Und was du schon erwähnt hast, dass man da nicht so gerne Deutsch gehört hat, da gab es auch zahlreiche deutsche Kriegsverbrechen, unter anderem, dass ein ein ganzes Dorf komplett niedergebrannt und äh, ausgelöscht wurde. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele der ranghohen Nazis in Norwegen das gemacht, was feige Nazis eben machen, sich umbringen. Aber einige hundert deutsche und österreichische Staatsbürger, die in Norwegen waren im Auftrag des äh, nationalsozialistischen Regimes, die wurden dann eben verhört. Und genau das macht Franz Marischka. Also mhm. SS-Angehörige, Aufseher der Konzentrationslager, sonstige faschistische Täterinnen. Über diese Interviews und was er da genau gemacht hat, gibt es leider sehr wenig. Ähm, aber es muss ja, ist ein Job, der auch gemacht werden muss. Ähm, ja. ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nachdem er alle Verhöre und Prozesse, nachdem das alles durch war, geht er wieder zurück ins zivile Leben. Er bekommt nach langem Bitten seinen, seinen österreichischen Namen zurück und <laughs> auch seine österreichische Staatsbürgerschaft und kehrt zurück nach Österreich. Er versucht sich jetzt wieder auf der Bühne und auch im Film. Und 1951 spielt er unter der Regie seines Vaters Hubert Marischka. Der okay. hat nämlich von der Operette jetzt auch, ähm, das, ja, das, das lässt sich auch Geld mitverdienen, dann macht der Fernsehen Film. ist das Neue, Fernsehen ist das Neue oder Filme sind irgendwie die neue Operette, da müssen wir hin. Genau, also Film hat noch gleich nochmal nach dem Zweiten, also vor dem Zweiten Weltkrieg ja auch, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat das auch nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen. Und so vor der Bühne, das hat ihm nicht so richtig Spaß gemacht und die Kritiken waren wohl auch nicht so. Also da war so ein beiderseitiges Einvernehmen, dass er vielleicht was anderes machen sollte. Der ganz, ja. Er macht noch ein paar Filme vor der Kamera, aber allen halben sind alle froh, dass er hinter die Kamera geht und Drehbücher schreibt und Regie führt. Okay. Und seine zweite Regiearbeit wird der Musikkrimi Das Rätsel der Grünen Spinne. Wer kennt sie nicht? Ähm, ja hast du? Ich hast zum Beispiel. Das Beispiel okay. <laughs> um, das ist ein. Wir packen den Trailer in die, in die Playlist. Das ist ein als Filmmusical angelegte oder als Musikfilm Revuefilm angelegte Verfilmung eines Romans des britischen Krimiautors Edgar Wallace. Ach hör doch auf! Ich wollte gerade sagen, das klingt so sehr nach einem Edgar Wallace-Titel, das kann man ja gar nicht. Das ist sehr schön. <laughs> Super. Ja. Allerdings machen wir heute das Fass Edgar Wallace nicht auf, das lassen wir noch ein bisschen zu. Ja, okay. da müssen hier unsere großen große Fans der Shows, äh, hier äh, Oliver Kalkofe oder Bastian Pastewka, die uns noch nie gehört den, haben, aber bestimmt Friends of the Show sind, wie, die müssen jetzt sehr stark sein. Nee, wir überspringen Edgar Wallace-Filme. Okay. Und gehen dann direkt drei, drei Schubladen tiefer später. Ähm, das ist auch nie, wird auch nicht in diesem Kanon der berühmten Edgar Wallace-Filme der 60er Jahre geführt. Mit Arendt und so. Genau. Die, ich glaube, da spielt auch niemand mit, der dann später noch in den weiteren Edgar Wallace-Filmen mitspielt. Okay. Das war dann so ein, so ein sehr kleines Personal, auch mit dem jungen Klaus Kinski. Regie war dann Alfred Vorer. Aber er war jedenfalls einer der ersten, der sich die ähm, Romanvorlage von Edgar Wallace als ja, so reißerischen Krimi vorgenommen hat. Ja. Ja, er bleibt in den 60ern beim bei der leichten musikalischen Filmunterhaltung und sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist halt großes Interesse am am Heimatfilm. Ja. in der Zeit. So die ein bisschen ein bisschen heile Welt, nachdem das mit der mit dem anderen Heil da nicht so gut hingehauen hat, möchte ich <laughs> immer, also, ja. Äh, und er so entdeckt die, irgendwie bei einem Vorsingen den jungen Peter Alexander oder was? Uh, er entdeckt. Oder ist, Karrieren wird er einige, ähm, wird er einige starten. Ja, aber nee, es, es, es gibt halt so Krimi, den, den, das, das mit die Leute, aber mir mal mit Musik. Also alles sehr, sehr leichte Kost in der mhm. Zeit. Und wobei da vielleicht nochmal dazwischen gehen. Also ich halt immer, ähm was ich da interessant finde, ist, dass ich so Filme, in denen gesungen wird, also so richtige Musicals als Filme, das hatte ich so den Eindruck, dass das aus den USA mehr rübergekommen war, irgendwann auch sehr spät. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend eigentlich nie Filme wahrgenommen, wo dann nebenbei noch gesungen wurde. Also sowas wie Die Simpsons oder so, waren für mich quasi das Erste, wo plötzlich dieses Konzept war, wir machen was Lustiges, indem wir einfach Gesangseinlagen haben. Das fand ich ein total schräges Konzept, aber auch sehr gut aber so mhm. das war mir jetzt gar nicht bewusst dass es offensichtlich auch schon diese Operettenartigkeit in den Filmen schon viel früher in Deutschland deutschsprachigen Filmen eingewandert war Klammer ja zu. ich, ich habe auch ein bisschen Augen gemacht weil ich auch nur diese äh, Gauwolles Filme ohne Gesang kannte und ja. ähm, das sind da halt auch so Schlagerstars der Zeit sind dann da und wir wie gesagt wir packen den Trailer rein macht euch selber ein Bild davon und ja das war das kam mein Publikum gut an ja, Heimatfilme halt. Ja, das passt ja auch dazu. Ja, was mir, was, was, was ich dann irgendwie, dass dann so, so, so Leute, die aus der, die, die emigriert waren und dann zurückgekommen sind, aber auch Leute, die weiterhin da weitergemacht haben, arbeiten jetzt zusammen wieder an kulturindustriellen Produkten. Das fand ich so interessant. Ja. Kann man auch bestimmt nochmal tiefer einsteigen. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine weiterführende äh, Quelle zu. Aber das ist jetzt da, es ist es alles seichteste Unterhaltung, Konflikte sind vom Stile. Ja, die Trixi liebt den Grafen, der Graf liebt die, aber die, die Hannelore und die Hannelore liebt den Hupsi, aber der Hupsi ist ein bürgerlicher Huiuiui. Ja, er hat solche Klamotten. Ja. Ja. So, nehmen wir noch ein paar Perlen aus ähm, Marischkas Filmografie. 1961, am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen. Das ist ja alles total bekannt. Also vom Titel her nicht, dass ich wüsste, ist das, ein, ist das nicht ein Schlagersong? Genau, und da wurde der Schlager sozusagen verfilmt. Ach was. Also gab, ja. war das der Song zu dem Film oder war das wirklich erst der Song und dann haben sie gesagt, machen wir gleich einen ganzen Film draus? Für den konkreten Fall weiß ich es nicht, aber ich glaube, oft ist zuerst das Lied da, die Leute kennen das Lied und dann wird das Lied in dem Film vor, die Leute haben so einen, so einen Wiedererkennungswert hey, und, dann wird da, und dann wird da einfach eine, ja, eine Handlung dran, ge, dran geklatscht, die in dem Ach, Lied vorkommt. Äh, <laughs> das wäre doch schön, wenn es sowas auch später mal gegeben hätte, keine Ahnung, irgendwie. Smells like Teen Spirit als Verfilmung oder später irgendwann mal, keine Ahnung, was mir da so einfällt. Zeit, dass sich was dreht. Keine Ahnung. Ja, wenn, wenn euch was einfällt, <laughs> ähm, wo ein moderner Popsong oder der Titel eines modernen Popsongs in einen Film ausgewalzt wurde, ich, wenn ich es so erzähle, das gibt es garantiert, mir fällt nur jetzt leider auch nichts ein. Sagt uns Bescheid auf Twitter at ungenügend oder schreibt uns eine Mail an geschichteungenügend at gmail.com. Ja, weiter geht's 1962, so toll wie Anu dazu mal und 1963 Alotria in Zell am See. Alotria? Alotria. Aha. Frag mich nicht. <laughs> Stimmt, wir haben ja hier, hier Internetzugang. Alotria, mit Lärm, Tumult oder ähnlicher ausgeführter Unfug, dummes Zeug, Dummheiten, Albernheiten, Alotria treiben. Aha, da kommt der Halodri her offensichtlich. Alotria steht in der griechischen Philosophie der Kyniker und der Stoer für alles, was den Menschen vom eigentlichen, eigenen, dem Idion, ablenkt und ihm ah. im Grunde nichts angeht. Beispielsweise Besitz, Ruhm, Macht, Leid, Krankheit und Leidenschaften. Das waren jetzt jetzt ist halt ein bisschen schwierig, jetzt halt auch anhand so einer Filmografie. Es passiert ja gleich, es gibt ja gleichzeitig gesellschaftliche Entwicklungen. Und es gibt ja auch. Es gibt dann auch zu dem Zeitpunkt zwei deutsche Staaten und das Pendant aus der DDR. Das habe ich jetzt einfach nicht, weil da hat da hat Marischka nicht äh, Regie geführt. Aber wenn ihr da noch mal was habt, lasst es uns gerne gerne wissen. Das ist ja, die ganzen defa filme halt. Ne? Da gibt's ja gerade nach dem Krieg also wirklich richtig tolle Filme, die sehr lohnenswert zu schauen sind. Bist du da ein bisschen drin? Das war natürlich schon also, ich bin da kein großer Experte. Ich habe so ein paar, äh, paar gesehen, die sind natürlich teilweise politisch, teilweise sind die aber einfach auch die Geschichte des kleinen Mannes. Also, hm. es ist natürlich schon ein bisschen anderes Interesse dahinter gewesen. Es war schon immer das Interesse, auch die Leute immer so ein bisschen natürlich auch zu agitieren für eine bestimmte Verhaltensweise. Und diese das machen die Heimatfilme auf eine andere Art und Weise ja auch, dass die da hm. eben diese schöne Sicherheit des: mal, Lassen wir es doch alle, wie es mal war. Erziehen quasi. Und sind äh, die DDR-Film war es natürlich ein bisschen, jetzt kommt hier was Neues und das ist ganz toll und da machen wir alle gemeinsam mit. Hm. Aber da drin gab es halt schon, also mir fällt da gerade ein, so ein ganz wundervoller Road-Movie namens Kabit äh, und Sauerampfer, wo es darum geht, dass irgendwie eine Zigarettenfabrik irgendwie wieder aufgebaut werden soll, weil alles zerstört ist nach dem Krieg. Und sie haben aber irgendwie kein Kabit, weil das braucht man, um irgendwas zu schweißen, damit man da alles wieder heile machen kann. Und dann geht halt der. Ähm, Protagonist muss dann halt irgendwie nach Wittenberg und verwechselt das immer nach Wittenberge und fährt da irgendwie hin und holt da Kabit und kriegt dann irgendwie auch fünf Tonnen Kabit und will die irgendwie zurückschiffen mit dem Lastwagen und da passieren dann immer so Sachen wie, hier muss man die Russen bestechen und da fällt eins vom Wagen und dort kommt dann, ähm, ja, so sowas halt und ähm, das ist ein schönes Zeichnung, finde ich, davon, wie da halt auch eine ein Gemeinschaftsgefühl aufgebaut worden ist. Mhm. Und im Spiegelbild zu den westlichen Filmen, das fand ich daran ganz lustig, werden da natürlich dann auch die, äh, die Russen quasi als, na, naja, so ein bisschen auch komisch anzuguckende Leute, aber eigentlich ganz freundlich. Und als sie dann auf der Elbe auf den amerikanischen, das war noch vor dem Mauerbau, glaube ich, auf den, auf den amerikanischen Schutzboot-Typen trifft, dann ist es natürlich völlig das oberüberhebliche Arschloch und ist halt total unsympathisch gezeichnet. Das ist schon ganz witzig, wie sich das so spiegelt, die, 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 die. die. Darstellung der größeren Politik drumherum. Klammer zu. Super, super spannend. Vielen Dank für die kleine Einlassung. Ja, aber auch in, in Westdeutschland wandelt sich ähm, dann das gesellschaftliche Klima in den 60ern dann auch. Und das, ähm, das Ende der 60er Jahre bringt ja in Westdeutschland auch Umwälzungen mit sich. Und auch das Kino wandelt sich. Zum einen kriseln die BesucherInnenzahlen. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass der Fernseher jetzt die Wohnzimmer erobert und es mhm. da auch leichte Unterhaltung gibt. Aber auch junge Filmschaffende wollten halt auch weg von diesem, von, von Papas Kino. Und so entstehen in den 60er und 70er Jahren, und das fasse ich jetzt ganz extrem zusammen, der neue deutsche Film oder der junge deutsche mhm. Film mit AutorenfilmerInnen wie Mai Spielz, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbender, Volker Schlöndorff und ähm, ja, darüber reden wir heute nicht im Tieferen. Das können wir gerne an einer anderen Stelle nochmal noch rausholen. Da geht es auf jeden Fall nicht so um die heile Welt. Nee, da geht es nicht, da, da nicht um die heile Welt, sondern um ja, ges auch gesellschaftliche. So um die Welt. <laughs> ja, das ist um die Welt und gesellschaftliche Spannungen und äh, ja. ja. Und da macht der Marischka jetzt auch mit oder ist er dagegen? Was denkst du denn? Ach, das ist ja alles möglich, der hat eine sehr ähm, verwandelbare äh, Vita hinter sich. Ähm, mhm. Jetzt scheint mir das nicht so zu sein, als wenn er diese Heimatfilme nur gemacht hätte, weil er da irgendwie total begeistert ist, wie er ja. sich da künstlerisch ausleben kann, sondern mhm. it seems to be his job. Und den macht er auch weiter, nämlich mit dem Ende der 60er Jahre und dem Infragestellen der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung und der Moral und durch eine jüngere Generation geht auch etwas äh, einher, was als die sexuelle Revolution bezeichnet wurde. Aha. Sowas wie das Hinterfragen bestimmter Sexualmoral, äh, das Hinterfragen bestimmter Sexualmoral, Geschlechterrollen, Homosexualität, Promiskuität, dass man halt, ja, das ist ja alles nichts. Spaß haben ich, kann bei dem Thema. Ja. Es hatten wir wir auch in sich zu schämen. Ja, hatten wir schon in unserer allerersten Folge über Otto Groß, ähm. Ja. Da ging es ja, der hat es dann in den Zehnern und 20ern gemacht und die Ideen gehabt. Und die Ideen werden auch wieder hervorgeholt. Die Psychoanalytiker erleben da ja auch eine gewisse Renaissance bei den jungen Menschen, die das dann wieder lesen. Mhm. Und ganz konkreter Auslöser ist auch Ende der 60er Jahre ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das sogenannte Fanny Hill-Urteil, was ähm, die Strafbarkeit von Darstellungen von sexualität äh, es, da hat sich jedenfalls dann was geändert. Ich kann da nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber es durfte jetzt viel mehr geschrieben, gesagt und gezeigt werden, ohne dass es gleich irgendwie als sittenwidrig und der Moral widersprechend verboten ist. Und dann hat er Schmuddelfilme gemacht. Franz Marischka steigt da ein mit, sagen wir mal, wohlwollend einer erotischen Komödie mit dem Titel Der Mann mit dem goldenen Pinsel. Okay. Und er wird einer der Mitbegründer dessen was ja sozusagen von der sexuellen Revolution im Mainstream-Kino übrig bleibt. Nämlich nicht mehr viel, sondern fa quasi fast das Gegenteil. Ja. Und seine Komödie aus dem Jahr 1973, Liebesgrüße aus der Lederhose, wird ja, einer der Grundsteine für ein Filmgenre, der sogenannte Lederhosenfilm. Oh ja, oder oh, Lederhosenfilm. Das, das, ist Franz, das ist Franz Marischka. Wir hatten den Operetten-Marischka, wir hatten den Sisi-Marischka und jetzt haben wir hier den Unterm-Dirndl-Wird-Gejodelt-Marischka. Aber da muss ich jetzt noch mal, das heißt, also Lederhosenfilme sind für mich ja diese, diese Sachen, die dann später bei RTL Seit1 nach so und so viel Uhr liefen. Keine Ahnung, wie geschnitten die waren. Aber das sind ja nun explizit das, was man Sexfilme nennen würde oder nennt. Und die sind doch, also einerseits total zotig, andererseits aber auch eine sehr, sagen wir doch mal, sehr fragfällige Geschlechterrollen werden da dargestellt behaupte ich jetzt mal, mal. und ja. war das jetzt weil du zwischendurch diesen anderen Film gesagt hattest war das da auch schon war das quasi der Auftakt oder sollte das damals noch heißen der hat sich auch mal kritischer mit dem Thema beschäftigt und wollte einfach mal ein bisschen mehr Sexualität darstellen oder war das jetzt schon einfach ich mache jetzt Sexfilme ja das hat sich dann sozusagen <laughs> zugespitzt und ähm, ja du, du sprichst es auch an davon bleibt halt wirklich diese fragwürdigen Rollen du, diese Filme sind ja es wird Nacktheit gezeigt aber das ist, das ganze ist so konservativ homophob sexistisch und ja. und auch klassistisch und also so eine eine unerträgliche Gesamtscheiße ich habe mich durch ein paar Trailer durchgequält das ist halt Fips asmussen als film und so das ist, ja der eklige herrenwitz der ja. ähm, der schafft's da in die Kinos. Und ähm, das sind dann halt alles so schlüpfrige, zotige, mit Laien und oder VolksschauspielerInnen besetzte Lustspiele. Zum Beispiel eine der Quellen sind wohl auch die für die, für die Inhalte, die so die derben Stücke des Bauerntheaters. Aber dann angeheizt mit eben noch mehr, mit noch mehr Nacktszenen und Sexszenen. Das ja ja, das passt ja total gut äh, zu, diesen, ähm, zu diesen Heimatfilmen, ne? weil das ist ja ein bisschen sein äh, Sujet, glaube ich, sagt man, wo er sich auskennt. Und ähm, genau, die heißen ja auch Lederhosenfilme, weil das halt da aus der Ecke Bayern-Österreich kommt. Mir ähm, war das schon immer völlig schleierhaft, wen das ansprechen, also was für eine Realität da dargestellt werden soll. <laughs> Ja, du hattest da viel den, diesen bayerischen Raum, und, aber es gab, das waren ja nicht die einzigen, aber auch nicht der einzige. Es gab auch noch ähm, andere Regisseure, wie ein paar Namen Alois Brummer, ähm, was unterm, Unter Und unterm Heilbutt wird das Nebelhorn ja, nee, ne, Pass mal, <lacht> <lacht> pass mal auf. Ähm, wir haben nämlich, ich, ich mache nämlich, gehe gleich, gleich, gleich noch mal hier durch die, durch, durch die Filmografie von Franz Marischka durch. Es gab ja auch sowas dann die Schulen. Erstmal, ich glaube, eine Einfang waren so die so Pseudo-Aufklärerische Filme. Mhm. So also dem, jetzt räumen wir hier mal mit den Missverständnissen der Sexualität aus. Ja, und es wurden dann einfach durch andere Missverständnisse und <laughs> fragwürdigen Murks ersetzt. Ja. ja und diese, genau das wo so, so Pseudo-Reportagen ähm, gibt es ja auch heute noch als Fernsehformat so eine scripted Reality ähm, also ja auch wieder so eine These ja. und ungenügend ja. nie was Neues ne alles schon alles schon mal gehabt also nochmal mal dieser 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 Punkt der sexuellen Revolution um den abzuschließen also es geht da in keinem dieser Filme auch nur annähernd irgendwie um die Überwindung ges gesellschaftlicher Konventionen oder Zwänge und das Ausleben alternativer Lebensentwürfe oder sogar Spaß haben, sondern es geht darum, irgendwie mit Zoten und Busen Markt zu machen. Ja. Ja. Dann gibt es halt auch so eine, so eine Rape-Culture, hast du da drin auch. Da hast du dann, das kommt halt in so einem biederen bayerischen, leicht trotteligen, ja, stehst die heute nicht so, ohr. Entschuldigung an alle Menschen in Bayern, ich war ein Versuch, ja. Aber es gibt da, ja, ja Konsens war da auch jetzt nicht so, ja. Ja, hast du ja schon gesagt, worum es da geht. Es geht darum, halt irgendwie billig da irgendwie Sex darzustellen, um damit ja. halt die Leute ins in was für Kinos auch immer das lief zu locken. Das für, weißt du das eigentlich, wie sehr. Oh, kommt das jetzt? Ah, da zeigt dir den Finger ja. in die Kamera. Alles klar. Das, ähm, <laughs> ja, naja, das läuft im, im Mainstream-Kino, weil das Mainstream-Kino hat da jetzt wieder einen hat da jetzt ja wieder ein USP gegenüber dem Fernsehen. Das Fernsehen darf das mhm. nicht zeigen. Weil ja, okay. Jugendschutz, ne? Also irgendwie äh, hier das, das Pflichtspielhaus, die, und die Dinger haben sich ja auch gut verkauft, die hatten halt tolle Besucherzahlen. Also es waren mhm. jetzt keine, damals gab es auch noch nicht so wirklich die den, das Konzept des Blockbusters gab es ja da auch noch nicht, aber die haben ihre Produktionskosten um ein Vielfaches äh, eingespielt. Die Produkte können ja auch nicht so hoch gewesen sein. Du hattest da halt die ewig gleichen Leute, so, so etablierte Volksschauspieler wie Peter Steiner kennt man ja dann auch. Dessen äh, Bauerntheater hat's ja dann auch zu RTL Plus geschafft. Da lief im Abendprogramm dann erst Peter Steiners Theaterstade und danach irgendwie so eine Lederhosenklamotte mit ihm. Ja. So, aber es blieb nicht nur in der Lederhose. Wir müssen jetzt auch das. das ich mache jetzt einfach noch mal ein bisschen aus Marischkas Filmografie haben wir hier den Leder jetzt haben wir den Lederhosenfilm ab in, in eine andere Re Region nämlich 1972 lass jucken Kumpel ah, auch schon mal wie gehört er wird das Ganze ins Ruhrgebiet versetzt ähm, ah. aber auch mit den bayerischen Schauspielern. <laughs> Teil, teilweise teilweise okay aber da wird dann auch ja also wie so da wird dann so ein wenn sich wo in dem in diesen so das ländliche Milieu als unheimlich stumpf dargestellt wird, wird halt auch der, der Proletarier im Ruhrgebiet, der äh, natürlich im Kohlenbergbau tätig ist und irgendwie ein bisschen dumm und notgeil ist. Ja, das gibt dann auch. So, dann geht halt weiter. Lass jucken, Kumpel, Teil 2. Liebesgrüße aus der Lederhose. Die Stoßburg, wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern. Äh, <lacht> 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 Liebes, der, der Kumpel lässt das jucken nicht. Zwei Däninnen in Lederhosen, drei Lederhosen in Saint-Tropez. <laughs> die kommen die Super-Nasen da auch noch, werden damit ge ge gefeatured irgendwann. Nee, die haben dann nicht. Thomas Gottschalk hat sie da rausgehalten. Wie bitte? Thomas Gottschalk hat sie aus dem Business rausgehalten. War ja. ja auch ein paar Jahre später. Ja, viele, aber viele, die man dann noch in Westdeutschland im, so im Schauspiel kannte, haben in diesen Filmen auch ihre Karriere begonnen. Mir fällt da immer noch Ingrid Steger ein. Ingrid Steger, ja. Und hier bei denen gibt es so ein paar, paar Herren, die dann auch nochmal damit gespielt hat. Ich bin mir 80% sicher, dass Sascha Heen, der dann später so als Sunny Boy ah. und Raumschiffkapitän und auch ein gewisser... Ja. Jetzt hätte ich fast gesagt Karl Lauterbach, aber ich meinte... <laughs> aber wir sollen ja nichts Tagesaktuelles machen. Nein, es war Heiner Lauterbach. Ach wirklich? Das wusste ich nicht. Einer lauter. hin habe ich auch ich mal gehört In so einem Schulmädchen-Report-Film ähm, okay. sein Debüt gegeben. Ja. Und, und irgendwo äh, ja. Jetzt, jetzt haben wir jetzt. Jetzt lassen wir. Aber jetzt müssen wir mal den hier, den den, den Man himself. Ja. Marischka, ich noch mal, noch mal hören und zu. Lass Jucken Kumpel. Das ist eine Romanverfilmung von so einem nicht um den Groschen aber so einem Milieuroman. Und er sagt dann ein lustiges triviales Sexbuch. Mit einer versteckten Sozialkritik, die ich in den Film bringen wollte, um ihn wenigstens einen Millimeter über den normalen Sexfilm zu heben. Als ich das an der Pressekonferenz sagte, schrieb die Presse: "Marischka dreht einen sozialkritischen Film." Und die Kinobesitzer zogen ihre Buchungen zurück. <laughs> meine, haben die sich nicht vorher mal angeguckt, was sie da zeigen wollen, bevor sie geglaubt haben, dass das jetzt irgendwie viel zu kritisch ist für sie, für ihr Sexpublikum? Also äh, offensichtlich. Herrschte da wirklich Angst, dass man da jetzt plötzlich sowas wie so ein Fassbinder zeigt? Ja, nicht, dass man daheim, heim, man denkt an nichts Böses, irgendwie schön aus der Lederhose und dann macht da Werner Herzog was auf einmal heimlich. Ja. Wahrscheinlich wurden die doch auch produziert wie äh, Fließband quasi. Oder? Also das, wahrscheinlich ist das einfach, ein Film durch, dann kommt der nächste rein und wir gucken gar nicht erst, was es ist, weil das wird schon alles passen. Ja. Z Zitat geht noch weiter. Ich musste dann gleich zwei ganz harte Sexszenen drehen, von denen wir Ausschnitte an die Theaterbesitzer schickten, woraufhin sie den Film wieder brachten. <laughs> ja, toll. Ja. ja, also beides geht halt nicht. Entweder Sozialkritik oder nackte Haut und äh, Gedöns. Zumindest, das würde aber Lars von Trier anders sehen. Das, ja, man, natürlich kann man das auch. Nur in dem damaligen. Ja, ja klar. Land das war ja logisch. Ist das ist auch wieder so ein. Ja, die, die Zuschauer, die wollten das ja, die sind ja da reingegangen. Ja, die sind da reingegangen, weil es nichts anderes im Kino gab. Das ist ja wieder so ein, so so ein Henne-Ei-Ding, ne? Also ja. ich glaube auch nicht, dass da Leute wirklich ernsthaft Fan von waren, sondern das ist halt irgendwie so das ist halt als Vehikel zum Zeigen von Nacktheit. Ja. Ähnlich wenn das irgendwie äh, jetzt so. Ein Penella, wie wir in den 90ern im, im Nachtprogramm gesehen haben, so, oh, dann lässt man halt diesen, dieses dumme bayerische, pseudo-bayerischen Dialekt und diese Szenen, das lässt man halt so an sich vorbeirauschen, bis dann der sozusagen der, der interessante Teil kommt. Ja. Oder, oder man macht es so, halt ja, heutzutage und kombiniert es einfach, äh, wie HBO das ja nun am besten hingekriegt hat und baut in diese ganz allen tollen Serien völlig unsinnige Sex- oder, oder, oder Nacktheitsszenen ein weil dann können wir es auch noch mal zeigen locken wir auch noch mal irgendwelche eingeschlafenen Füße hinterm Ofen vor. Ja, so wobei der Unterschied natürlich schon ist, was ich gerade gemeint habe, ist ja gerade die Kombination von wir haben ja eigentlich eine in Anführungsstrichen anspruchsvolle Unterhaltungsserie, aber kombinieren das halt packen das einfach auch noch mit rein, weil mhm. zieht halt. Ja. Genau, du hattest es ja auch schon erwähnt, die haben dann noch mal ihren zweiten Frühling gefeiert mit dem privatrechtlichen Fernsehen, die äh, Lederhosenfilme ja. Die dann ins Spätprogramm ähm, gewandert sind. Und Peter Steiner, genau, der auch nochmal in den zweiten Frühling, sein, äh, sein krachledernes Bauerntheater wird eben auch nochmal als Samstagabend gefeatured und hat millionenfach äh, ZuschauerInnen. Franz Marischka schreibt weiter noch fleißig Drehbücher für Film und Fernsehen und äh, stirbt dann, der wird ewig alt, der stirbt erst 2009. Oh, <laughs> Seine letzte Regiearbeit ist ähm, auch wieder die Verfilmung eines Liedes. <laughs> Und zwar 1983 für der Regie im Film Sunshine Reggae auf Ibiza. Hui. Da gerade das, da war gerade der Song Sunshine Reggae. Klar. Von der Dän so ein dänisches Duo, von denen das jetzt keine jamaikanische Reggae Band. <laughs> Und ja, da ist sie wieder, die trashige Sexkomödie. Und da spielt Karl Dall, da ist er, nämlich er wieder, ja. er spielt da eine Doppelhauptrolle. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Verwechslungskomödie. Ja. Ähm, der reist seiner geliebten Schlagerqueen nach Ibiza hinterher. Und da hast du auch viel norddeutsche Prominenz in dem Film. Hast du Helga Feddersen, Hans-Werner Olm, ein Kabarett, später ja, noch ein Kabarettist. Ähm, ja. Und, ähm, Mensch, wie heißt er? Werner Böhm, auch bekannt als Gottliebenderhals. Gottlieb als Stimmungssänger, da hat es so Aber das, heißt, so das ist dann auch so ein, so ein, so ein, so ein Sexkomödie, um das jetzt mal euphemistisch zu formulieren. Ja, ja, genau. So heute in den, also in den Kritiken heißt es immer Klamotte, ein Sexklamotte. Ja. Und ja, ähm, ja Kadal ist vor zwei Jahren gestorben und ähm, ist aber erst kurz wegen der Covid-Pandemie erst später äh, jetzt also vor Sylt See bestattet worden. Er hatte immer erzählt, ja, wenn er mal stirbt, möchte er in Karlsruhe beerdigt werden, war aber nur ein Witz. <laughs> Und das, und das Ding war jetzt allemal lustiger als diese ganzen Lederhosenfilme. Ja, ja, das stimmt. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie wir es rundziehen, weil die popkulturelle Verarbeitung, die hat sich ja sozusagen schon mal ähm, schon mal mitgebracht. Es ja. gibt nicht so viel wissenschaftliche Literatur jetzt dazu. So ein paar Sachen sind so eher so Memoiren, aber dann gibt es noch eine, die na, weiß ich, jetzt habe ich natürlich vergessen von wem das ist. Reichen wir gerne in den Quellen nach. Ja, das war so ein, ja, so ein bisschen auch die, die, die Geschichte des Films aus der unteren Schublade. Ja, ich weiß nicht. kennt natürlich eben nur die. Interessant wäre halt zu wissen, ob es halt in dieser Zeit der sexuellen Befreiung und in Anführungsstrichen, ob es da dann nicht auch mal interessantere Werke, die expliziter waren, gab. Es gibt ja auch mhm. gibt ja auch interessante Sexfilme, die dieses Thema haben und halt explizitere Sachen zeigen, aber halt trotzdem eine Beziehungsgeschichte zeigen. Und da gibt es ja genug gute ja. Beispiele für. Und das wäre ja ganz spannend, ob es das eigentlich in der Zeit auch gab oder ob das einfach dann zu anstößig gewesen wäre, weil diese total konservativen, aber total expliziten Sexfilme äh, mhm. dann akzeptiert waren, aber halt mal wirklich eine Hinterfragung von der Gewalt, die da drin steckt, ja vielleicht irgendwie nicht äh, äh, ja. angesagt war. Ein recht prominentes Beispiel wüsste ich jetzt noch, und zwar ist das der Film Der letzte Tango in Paris. Ah. Stimmt. Den mit ich Maria den. Schneider und Marlon Brando, mhm. der ziemlich explizite, deutliche Sexszenen in aber einem Film mit ja, Anspruch, Drehbuch, Handlung und so weiter zeigt. Danke für eure Aufmerksamkeit heute <laughs> Abend. Wir sind ein bisschen, es ist ein bisschen wilder geworden und. Ähm, ja, wenn ihr noch Feedback zu der Folge oder zu anderen Folgen habt, add äh, ungenügend bei Twitter, schreibt uns eine E-Mail geschichteungenügend at gmail.com. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit vielleicht noch ein paar Nachträgen zu, äh, zu Quellen oder zu noch ein paar anderen Filmen, die ihr noch wisst. Ich hätte jetzt aber eigentlich schon noch einen Punkt. Hat denn der Marischka dann tatsächlich ausschließlich in diesem Sexfilmbereich weitergearbeitet oder hat er auch normale Heimatfilme gemacht parallel dazu? Oder halt, keine Ahnung, was die da machen, eine Tatortfolge gedreht? Dabei. Doch, hier haben wir noch so eine ZDF-Vorabendserie namens Percy Stewart. Dann ist hier noch aus den 90ern Almenrausch und Pulverschnee. Eine, also wir bleiben im. Im Alpenraum, aber das ist eher äh, ja, so eine Familienserie. Ich dachte, das wäre diese Willy-Bogner-Filmgeschichte. <laughs> wir reden sehr viel über die BRD der 70er und 80er Jahre. Das ist richtig. Ähm, nächstes Mal geht es nicht um die BRD. Der ja, na gut. Nächstes mal, sind wir nächstes mal sind wir etwas weniger in Deutschland und ein bisschen globaler aufgestellt, bleiben aber wohl in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So viel kann ich ah. schon mal verraten. Bis dahin, bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche mit einer kleinen Fußnote. Bis dahin. Alles Gute, bis bald. Tschüss. <laughs>